Zhang Yongming wurde im Jahr 1956 in China geboren. Bereits 1978 wurde er wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt und 1997 nach 19 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Ab März 2008 erwürgte er in einem Dorf Menschen mit bloßen Händen oder einer Schnur. Er schleppte die Toten in sein Haus, um sie dort zu zerteilen. Man glaubte, das Verschwinden der jungen Leute könnte auf irgendeine Art mit illegalen Ziegelbrennereien zusammenhängen. 2011 misslang der Mordversuch an einer 17-Jährigen. Er konnte sich allerdings damit herausreden, der Angriff mit einem Gürtel sei nur ein dummer Scherz gewesen. Das zerteilte Fleisch soll er als Straußenfleisch verkauft haben, damit seine Hunde gefüttert und sogar selbst davon gegessen haben. Als die Behörden am 9. Juni 2012 persönliche Gegenstände eines vermissten 19-Jährigen bei ihm fanden, wurde sein Haus durchsucht. Man fand Menschenfleisch und in Weinflaschen aufbewahrte Augäpfel. Im Juli 2012 wurde Zhang Yongming des Mordes an 11 Personen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Am 10. Januar 2013 wurde er hingerichtet.